Im Rheinland-Pfälzischen Landtag, da ist der Ton deutlich schärfer geworden. Das zeigte die Debatte gestern zum Fall Kandel. Noch immer ist da vieles ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes gegen einen jungen Flüchtling aus Afghanistan, dessen Alter jetzt erstmal überhaupt festgestellt werden muss. Unabhängig davon ist mein Kollege Kai Dietzemann der Frage nachgegangen, welche Rolle die Herkunft der Täter von Gewalttaten spielt. Ein brisantes Thema, das wir klären wollen. Die 15-jährige Mia ist tot. Sie wurde erstochen von einem afghanischen Flüchtling. Abdul B. reist im April 2016 nach Deutschland ein. Als mutmaßlich minderjähriger Flüchtling lernt er Mia kennen, hat eine Beziehung mit ihr. Als sie sich von ihm trennt, verfolgt er sie, bedroht sie und tötet sie am 27. Dezember mit einem Küchenmesser in dieser Drogerie in Kandel. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Täter, dessen genaues Alter nun ermittelt wird, Mord vor. Warum? Diese Frage steht im Raum. Spielt die Sozialisation des Täters in Afghanistan eine Rolle? Sein Aufwachsen in einer Kultur, in der es keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt? Die Ethnologin Susanne Schröter ist Islamexpertin. Sie forscht zu Konflikten, die durch unterschiedliche Normen westlicher und islamisch geprägter Gesellschaften entstehen. Man muss sehr klar auch einen Bezug zu der Kultur der Ehre setzen, in der diese jungen Männer aufgewachsen sind, in der ein ganz schräges Geschlechterverhältnis als normal gilt und dass solche jungen Männer sich dann tatsächlich im Recht sehen, wenn sie Freundinnen, die die Beziehung beenden, mit Gewalt daran hindern wollen oder sogar umbringen. Es gibt eine besondere Häufung bei den jungen Männern, die jetzt zu uns gekommen sind. Das ist schon sehr auffällig. Wir fragen beim Landeskriminalamt nach. Stimmt es, dass Zuwanderer im Verhältnis zum Rest der Bevölkerung mehr Gewaltdelikte begehen? Sowohl bundesweit als auch in Rheinland-Pfalz gibt es seit 2015 eine Zunahme von Gewalttaten, erfahren wir. Bei Tötungsdelikten lag der Anteil der tatverdächtigen Zuwanderer 2014 bei 3,9%. Durch die Flüchtlingskrise stieg er über 11% und 16% in den Jahren 2015 und 2016 auf über 20% in den ersten 9 Monaten 2017 an. Also ich denke, dass die kulturelle Prägung eine überragende Rolle spielt, weil es kommen diese Menschen aus Kulturkreisen, wo im Prinzip der Ehrbegriff eine ganz andere Rolle spielt als bei uns. Und wenn jetzt dagegen verstoßen wird, die Ehre in Gefahr ist oder auch verletzt wird aus Sicht desjenigen, dann führt das zu entsprechenden Reaktionen bis hin zu Tötungsdelikten. Lea Ackermann bietet seit über 30 Jahren Frauen, die vor Gewalt und Verfolgung fliehen, anonyme Zufluchtsstätten an. Auch sie macht in ihrer Arbeit immer wieder die Erfahrung, dass Männer aus archaisch-patriarchalen Kulturen ihre Prägung nicht einfach an der Grenze ablegen, wenn sie zu uns kommen. Wenn Männer aus ihren Kulturen immer gewohnt sind, dass sie das Sagen haben, dass sie die Frauen einsperren können, dass sie die Frauen schlagen können, dass das nie eine Konsequenz hat, dann behandeln sie Frauen so, auch wenn sie hier bei uns sind. War also vielleicht Abdul B. von diesem Ehrbegriff getrieben, als er Mia erstach? Noch ist es nur eine Vermutung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch Abduls Motiv und sein Alter, denn auch daran gibt es Zweifel. Der Mord an Mia war auch gestern Thema im Landtag. Auf Antrag der AfD-Fraktion, die für obligatorische Alterstests für minderjährige Flüchtlinge plädiert. Wir haben damit ja auch die Situation, dass erwachsene Männer aus diesem Kulturkreis in Schulklassen integriert werden, in die sie nicht mehr reingehören und dann mit jungen Mädchen zusammentreffen. Denn im Gegensatz zu anderen Bundesländern verpflichtende medizinische Alterstests minderjähriger Flüchtlinge in Zweifelsfällen lehnt die Landesregierung ab. Darüber wird gestritten. Gestritten wird auch darüber, ob AfD-Chef Junge mit diesem Tweet den Hass im Internet geschürt habe, indem er ankündigt, alle Befürworter der Willkommenskultur zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Die AfD hat Profit daraus schlagen wollen, aus diesem Mord an dem Mädchen. In den Wochen nach der Tat füllen sich die sozialen Medien mit Hass und Drohungen, auch gegen Integrationsministerin Anne Spiegel.
Sie steht unter Personenschutz. Wie schätzt sie die Tat ein? Als Frauenministerin ist das für mich eine ganz furchtbare und schreckliche Beziehungstat. Und das fällt in den Bereich der Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Das ist ein Themenfeld, wo ich mir auch als Frauenministerin vorgenommen habe, in dieser Legislaturperiode einen Schwerpunkt zu setzen. Die Aufarbeitung der grausamen Tat von Abdul Bey geht weiter. Wie alt ist er? Welchen Einfluss hatte seine afghanische Herkunft? Und wie kann man solche Taten in Zukunft verhindern? Ein Weiter so wie bisher darf es nicht geben. Denn Mia, ein junges Mädchen, gerade 15 Jahre alt, ist tot. Nichts ist mehr wie zuvor.